So, dann hab ich doch. Fuck you. Oh Mann, oh. Machen wir es nochmal. Frisst ja kein Brot. So, und. Sehr gut. Der war natürlich beispielhaft. Ah, komm her, du Sau. Und. Eins. Das war's schon? Okay. Von mir aus. Alright, man, we're racking stuff up for the ranch. I like this. It's kind of like one giant don't pay a cent event. Know what I'm saying? Getting the old five-finger discount. I hear you. Hey, there's something else we should grab. Those lights above the pool. You think you can handle this one? Ah, please. You call it out and I'll do it. Right on. Get up there and vert wall plant on them. Okay. Was denn? Word Wall Plant. Hey, wo ist das? Warte mal. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, ne? Ach so, okay, alles cool. Ich habe es gefunden. Uno momento. Kriege ich das hin? Mit dem kurzen Anlauf? Glaube ich nicht, ne? Ja, es war so klar. Das war so klar. Das hat natürlich super funktioniert wieder mal. Ey, soll ich denn das schaffen, sag mal? Oder muss er wirklich so machen? Double. Ah! Sehr gut. That shook him up a bit. Now go big and on the way down, to tail the lights. Ach so, okay. Habe ich verstanden. Das ist nur ein Lip-Trick. Aber diesen Word-Wallplan kannte ich noch gar nicht. Ne? Auf dem Weg nach unten. Ah, okay. Ach, shit. Das ist auch ein Trick, den ich noch gar nicht kenne, diesen Toe-Tail. So. My phone is blowing up from all the buzz about the return of Iggy Van Sant in our video. The internet pre-sales alone have earned us enough money to buy the ranch back from the auction block. Nice! Let's get back there. I want to see Sanchez. I miss that little guy. Little is hardly how I'd describe Sanchez. There's a couple more pieces here we could get for our newly owned skate ranch. Or we could haul ass back to the ranch. I heard police sirens outside the casino. They're definitely not happy about us being here. I'll go check it out. Let's meet outside by the entrance in East LA when we're done with this casino. Ja klar, wollen wir speichern. Ja, wir sind ja noch nicht fertig. Ein paar Aufgaben haben wir ja noch. Ich kann, also kann sein, dass wir jetzt vielleicht sogar schon alles für die Ranch haben, aber es sind noch ein paar Aufgaben offen. Und wir müssen natürlich noch die ganzen Spots in der Skate Ranch selbst auch nochmal ausprobieren. Klar, komm. Mach fertig, Junge. Boah, ich bin so froh, dass es einfach so ohne Probleme funktioniert mit diesem Kackkästchen, was ich mir da gekauft habe, ne? Das ist ein Träumchen. So. Guck gerade mal vom Cropping her, passt das auch. So, haben wir noch eine Aufgabe? Ne, zwei Aufgaben haben wir noch hier. Müssen wir einmal ins Obergeschoss. Hallo? Nein. Da ist er. Kaping. So. Wer ist denn hier am Start? Ach, der Boon. Ja, was mit Acid Drops? Dude, I just came up with like the best idea ever for a video. I had Boon try it, but he biffed it and took a header into my camera. Great close-up, but sucky performance. Then he got all aggro on me. Hey, useless Dave, why don't you bite my left one? Kinda like that. So, here's the deal. I'm gonna stand between these two pools, and you should, like, spine over me, but you should totally do a kickflip when you get air. Boom to the face slide on the concrete trying that move. Screw you, fat boy. But if you nail that trick, then try to spine over me standing near the other pool. But try a triple kick flip over me. Woo! That'd be sweet! But don't wipe out! Like Boone. You're dead! Okay. Hier nur normalen. Ist okay. Und ein triple kick flip über den Boonie Boonie. Hat doch funktioniert. Oder nicht? Okay, oder über dich. Nee. Ich raff das nicht so ganz, sorry.
So, geht doch. Ach, ganz gediegen. Ich weiß auch nicht, warum der beim ersten Mal nicht funktioniert hat, aber ist der egal. Oh, oh mein Gott. Boings. Ach so. Ich will ein bisschen Trampolin springen. Hui. Achso, damit komme ich dann wahrscheinlich da oben hin. Muss ich aber nicht. Wo bist du? Wo ist er denn? Ach, da hat er sich versteckt. Iggy. Hey, I brought the modified telescope shooter from the ranch, just in case we felt like a little target practice. What did you want to shoot? This place is supposed to be vacant. Looks like that busload of old ladies didn't get the memo. Check it out. Ah, sweet. You know, the good thing about old ladies is that they... They are like a fine wine that ripens with age. No. They move slowly and they make for great targets. Let me at that shooter. Bombs away! Ran an die Sprühdosen. Wo sind sie denn? Ist doof oder was? Was los, Oma? Ich versteh's nicht, sorry. Ach, da sind sie! Ja, Problem ist, der Analogstick ist so ein bisschen durchgenudelt. Leider. Oh mein Gott. Ich krieg dich, du Sau. Finde ich einfach tot, da liegen, ne? Nicht, dass mich das amüsiert, aber ich find's doch schon unglaublich komisch. Was ist er denn? Da ist noch eine! Das war ja auch super, super easy. Das war's jetzt aber auch schon hier, ne? Nun gut. Dann ist es halt so. Oh. Die Musik ist gerade so gediegen, ne? Habe ich die Musik vielleicht beim Offline-Spielen mal leiser gespielt oder so, leiser gestellt oder sowas? Ja, habe ich offensichtlich. So. Ist eigentlich jetzt nicht verkehrt gewesen wegen Copyright und so ein Kram. Huh. So, erstmal zurück nach East LA. Wir können mal kurz gucken, wie viel uns jetzt noch fehlt. Eine Aufgabe. Oh mein Gott, okay. Das wird heute eine Kurzaufnahme werden, weil ich wollte heute eigentlich nicht mit dem Classic Mode beginnen. Schöner 360 Hardflip. Ja, noch kleines Privatzock-Update. Ich habe jetzt auch Enemy Front fast fertig, was offscreen geht. Oh man, that was awesome! Dude, you tore that casino up! Got the DV! This video is gonna sell gangbusters! Oh crap, it's the cops! Quick, get back to the ranch and don't let them catch you! Remember, protect that footage at all costs! Okay, war zurück zu Ranch. Von mir aus. Los! Du alter... Eine Minute habe ich noch Zeit? Das ist krass. Ja, auf jeden Fall, Enemy Front. Wenn ihr das Spiel habt und irgendwie online zocken wollt, ne, Trophäen holen wollt, ist relativ gediegen. Da sind, glaube ich, nur 8 Stunden oder so, die man da verbringen muss, wenn man das gut macht. Also geht auf jeden Fall, im Gegensatz zu anderen Online-Spielen. Aber, uiuiui. Ne, es ist halt tot. Ich finde da kein einziges Online-Spiel. Das heißt, das muss man leider ein bisschen boosten. Ah, ich muss irgendwie zurückkommen. Habe ich jetzt eine halbe Minute Zeit, um generell zu Ranch zurückzukommen? Das wäre ja wirklich traurig. Fuck you. Ich weiß gar nicht, wie der Weg ist. Kontrollpunkt. Ja gut, immerhin eine halbe Minute Zeit gekriegt. Ist ja schon mal was. Boah, ist das dunkel. Ja, es ist Nacht, ne? Sehr wartig. Ah, ja, okay. Ja, gerade eben schnell ein Level geladen gekriegt. Kontrollpunkt. Downtown. Von hier aus gibt es auf jeden Fall, meine ich, eine direkte Verbindung nach Beverly Hills, oder? Mal kurz auf der Karte gucken. Ne, erst Hollywood, Beverly Hills und dann Skate Ranch. Okay. Ah! Auf, auf! Auf jeden Fall letzte Mission. Führt uns immer quer durch die komplette Welt. So weit mag ich ja. Was ist denn hier das Ding, wo ich hier durchfahren kann, sag mal? Ich find's leider nicht. Oh mein Gott. Achso, der Kontrollpunkt. Ich starte hier wieder. Das ist sehr nett von dem Spiel. Viel netter als die alten Teile auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Ich kann so ein bisschen... Ach, da geht's... Naja, ich will gar nicht in Van Skatepark. Shit. Super. Ey, hör auf, mich zu beleuchten. Mach mich nur nervös. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt zurückfahren. Hollywood. Sehr gut. Au.
Aber was ich aber ein bisschen schade finde, kann man ja hier schon sagen, ne? Es ist ja jetzt quasi wirklich das Finale. Finde ich aber sehr cool gemacht. Ne? Also relativ unspektakulär eigentlich vergleichsweise, aber trotzdem sehr cool gemacht. Wie zu den anderen Teilen vor allem, zu den beiden Vorgängern. Aber was ich schade finde, das Spiel hat euch offensichtlich nicht so gut gefallen, oder das Let's Play dazu. Weil von den Aufrufzahlen ist das doch schon sehr, 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 sehr weit hinter Crash Bandicoot. Also Crash Tag Team Racing. War es natürlich zu erwarten, klar. Ist halt kein Crash. Aber also, hey, immer so, weiß ich, nur so 100 Zuschauer zugucken. Habe ich ein bisschen mehr gedacht, dass das doch mehr Leute interessiert. Weil es ja halt schon Plays 2 Klassiker auch ist, ne? Und generell die ganze Reihe. Aber gut, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Wobei ich jetzt auch sagen würde, es ist auf jeden Fall, zumindest vom Story Mode her, nicht der beste Tony Hawk, mit Abstand nicht. Ich glaube, von den Story Tony Hawks, also ab Underground, ist das, glaube ich, sogar der schlechteste, meiner Meinung nach. Also bisher waren ja nur Underground. Also gut, 4 hätte ich noch dazu gezählt, den fand ich aber eigentlich besser. War ein bisschen anspruchsvoller. Uiuiui. Und vor allem, das ist auch eigentlich mit Abstand der einfachste. Iggy, what happened? Did we have enough money? It's all mine, man. And now it's time to throw the biggest freaking housewarming party this town's ever seen. Yeah, let's go party. Dude, plays on! All right, let's party! Yeah! Woo! All right, who's ready to get down? Yeah. You look pretty good on the big screen. Hey, yeah. The video turned out incredible. Look, Mindy, I just want to say I'm really sorry. I know, don't beat yourself up. I was a little hurt, but I'm over it. So you're not still PO'd at me? If I was, I wouldn't have put you on the cover. Hey, your first edition! This looks outrageous! How stoked are you? I am very stoked. I wouldn't have been able to do it if Boone and the guys hadn't made a contribution from their cut of the video. I'm really happy for you. Well, well, looks like you two made up. I guess you told her, huh? Tell me what? That Johnny Brownie Points here was the one who floated you the dough so you could get American Wasteland going. Oh, come on. Look, it wasn't that big of a deal. And, you know, you totally deserve it. Hey, get a load of useless Dave. I love acting. Yesterday, I auditioned for a part playing myself. I didn't get it. They said I wasn't believable enough. Oh well, on Friday, I have an audition to be a waitress. So Useless Dave's hooking up with a lady and you're not? What's up with that? He doesn't need to. He already has one. Nice. Keeping it in the dysfunctional family. I like that. Cause you're ja, haben ja auch clever gemacht hier am Ende mit dem Cover, als ich da drauf bin, ne? Ausgerechnet dem Moment, als man als Alien verkleidet war, ne? Die faulen Entwickler. Da brauchen die sich das nämlich gar nicht anzupassen. Aber okay. Gut, Happy End auf jeden Fall. Aber wir sind hier noch nicht ganz fertig. Weil ein paar Kleinigkeiten haben wir noch zu erledigen. Es sind zwar keine Nebenquests mehr. Also wir haben jetzt hier keine Graffitis mehr zu holen oder sonst irgendwas. Wir könnten nur letzten Setpunkt holen. Brauchen wir aber nicht mehr. Aber wir müssen hier, glaube ich, noch, wenn wir überhaupt noch die Möglichkeit dazu haben, so ein paar Spots einweihen. Alle Ziele im Story-Modus abgeschlossen. Du hast schon alle möglichen Ziele im Story-Modus abgeschlossen. Du hast neue geheime Skater freigespielt. Was Ballspieler, Schweißer, Rollo und Kameratyp. Story-Modus abgeschlossen. Du hast neue geheime Skater freigespielt. Lil John, okay. Iggy und Jason Ellis kenne ich nicht. Du hast den Story-Modus abgeschlossen, aber spiel weiter, wenn du alle Missionen in Los Angeles abschließen willst. Vergiss auch nicht, alle Teile in der Stadt aufzusammeln. Was? Alle Teile in der Stadt aufzusammeln, das Skate-Ridge fertigzustellen. Sieh dir jetzt das Wasteland-Video an. Okay.
Ja, wunderschön, ne? Oder auch nicht. Ja, aber ich finde das eigentlich interessant, also wie sich die Tony Hawk-Reihe zumindest auch bei den Skatern hin entwickelt hat. Weil am Anfang, also ganz am Anfang, ich spreche eigentlich nur vom ersten Teil, da gab es halt wirklich nur so diese Trennung zwischen Street und Air, ne? Also hier so Air halt wie Tony Hawk. Ich habe Andrew Reynolds gehört auch noch dazu. Also halt so eher so diese Hallenfahrer, ne? Die halt viel mit Rampen machen, viel mit Halfpipes und sowas. Und halt die Street-Leute, die halt, ich sag mal, Treppen runterspringen, an dem Geländer grinden oder halt jede Curb und sowas mitnehmen. Da kann man halt früher sehr gut unterscheiden. Oh. Ah, okay, gibt's noch ein paar Outtakes, auch nicht schlecht. Ja, aber was jetzt noch dazu gekommen ist, sind halt die Freestyle. Das wurden halt immer mehr, ne, im Laufe der Zeit. Ich glaube, What They Mine gab's schon im zweiten Teil. Aber halt so die Leute, die halt. Die halt, ich sag mal, neue Tricks und sowas erstellt haben, ne, wie so ein What They Mine, ne, oder so ein Mike V. Auch ein Tony Alva. Also wirklich so diese Oldschool Freestyle, die finde ich eigentlich am geilsten. Aber wir haben natürlich auch wieder massig Skater freigeschaltet. Ich denke mal, ja, auf höheren Schwierigkeitsgraden würde ich auch nochmal was freischalten. Hätte ich auch gewusst, dass es auf normal so easy ist, ne? Ich hatte wirklich kaum Probleme gehabt. Voll, wenn man es mit den anderen Teilen vergleicht. Dann hätte ich das auch auf schwer gespielt. Nur gerade ein bisschen aufstoßen. Ein bisschen Motion Capturing Aufnahmen. Das war so grobmotorisch. Ich habe noch nie jemanden so grobmotorisch fallen sehen. Wow. Hätte auf jeden Fall, also hat auf jeden Fall Bock gemacht, das Spiel. Kann man nicht anders sagen. Aber war halt schon wirklich einfach. Und ich finde auch vom Pacing her relativ, relativ langsam. Oh, not. Look, I just noticed there's a video camera in the corner filming my face. Weil das, was halt, bei den vorherigen Teilen so war, das hat halt einen richtig schönen Aufbau und hat sich dann immer weiter aufgebaut. Vor allem der zweite Teil, Tony Hawk's Underground 2. Da ging ja richtig die Kacke, oder war ja richtig Kacke am Dampfen hinterher. bei Tony Hawk's Underground 1 ging, war halt der erste mit Story Mode und so. Das hatte alles so ein bisschen Hand und Fuß, fand ich. Da hat man einen guten roten Faden gehabt. Und bei Tony Hawk 4 hingegen, das war halt unglaublich umfangreich. Was da auch noch geil war, man konnte halt während man durchgespielt hat, ne, schon die Sachen, die man freigeschaltet hat, noch benutzen. Das fand ich halt auch sehr cool. Und hier hatte ich jetzt persönlich das Problem, also ich höre immer auf, wenn da gerade jemand labert, ne? Hier hatte ich jetzt persönlich das Problem, das ging erstmal irgendwie alles zu schnell, ne? Also irgendwie zu langsam, weil bis ich Special hatte, war gefühlt schon die Hälfte des Spiels rum. Und man kann aber trotzdem so viel machen, wie man will, ne? Also im Endeffekt hier Special Tricks, wie man will, selbst machen und so ein Kram. Das sind eigentlich alle Sachen, die ich nicht brauche. Gut, ich nehme jetzt nur ein paar Szenen auf, wie der hinfällt. Deswegen ist es halb so wild. Ja, und das hat mir hier auch ein bisschen gefehlt. Es ging jetzt die ganze Zeit nur darum, ein Skatepark aufzubauen. Und ich fand eigentlich, diesen Höhepunkt hätte schon beginnen sollen, weiß ich, dann heute bei der Aufnahme beginnen zum Beispiel. Zehn Aufgaben, bevor ich dann jetzt quasi die letzte mache. War hier leider aber nicht so. Mir ist irgendwie zwischendurch mal wieder eingefallen, wie der andere Farbige hieß, aus dem alten Teil. Da war es Kareem Campbell. Weil das habe ich jetzt dann schon wieder vergessen. Als ich gerade ein Video gesehen habe, habe ich gedacht, oh fuck, wie hieß der nochmal? Ich glaube, das war Kareem Campbell, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ja, im Großen und Ganzen trotzdem natürlich ein cooles Spiel. Aber ich finde persönlich, ich war ja schon fast zu formulieren, dass es vielleicht sogar der schlechteste Teil von allen ist. Von denen ich jetzt bisher Let's Played habe, natürlich. Weil der erste war halt richtig geil, ne? Der ist so richtig schön schnell. Wobei, ich kann den nicht vergleichen. Ich muss ja den Classic Mode noch spielen. Der kommt ja noch, ne? Also das Let's Play ist noch nicht vorbei. Ja, okay, das mit den ersten Teilen werde ich den erstmal nicht vergleichen. Aber von den Story-Spielen her, wo ich ab Teil 4 zählen würde, also 4, Underground, Underground 2 und diesen Teil, ist das auf jeden Fall der vierte Platz, finde ich. Von der Reihenfolge her, also Platz 3 wäre dann. Boah, ist eine gute Frage. Ich glaube, Underground 1. Platz 2 ist Underground 2 und Platz 1 finde ich wirklich den vierten Teil am geilsten. Weil der halt noch so ein bisschen, also da wird man nicht so durchgeführt, ne? Das gefällt mir bei Spielen, wenn ich nicht durch das Spiel durchgeführt wäre, sondern halt selbst den ganzen Scheiß finden muss. Ja doch, der vierte ist der beste bisher. Eine sehr schöne Zeichnung. Gut, jetzt müssen wir aber noch im Story Mode hier, wie gesagt, die Spots einmal freischalten. Und es gibt noch eine Aufgabe in Los Angeles irgendwie oder sowas stand, ne?
Keine Ahnung, aber geiler Ladebildschirm, gefällt mir. Haben wir schon jetzt auch freigeschaltet? Dude, that Mindy chick is off the hook. I wish she was mine. Green pipes every day, all day. Woo-hoo! Know what I'm saying, sweetie? I'm ready to go big. I was born to go big. I want to go bigger. Hello, hello, we got some breaking news here on Tony Hawk's Demolition Radio, a Sirius Satellite Radio exclusive. It is official. Thanks to all the crew over at American Wasteland, Iggy Van Zandt is now the official owner of the renowned Green Pipes Point Skate Park. There's a massive blowout party happening tonight, so grab your deck, cruise on over, and enjoy the ride. Yo, 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 tell Iggy and all your homies, I said, what's up, baby? Ja, finde ich auch sehr cool eigentlich, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass wir halt aus dem Hollywood-Schild Wasteland gemacht haben. Gefällt mir. Ja, und der BMX-Typi, der uns hier alles beigebracht hat, so schön, ne? Was ja leider nicht funktioniert hat, wegen dem Bug. Sonst hätte ich euch natürlich auch alle Aufgaben gezeigt. Das ist, glaube ich, dieser Wick Thorn gewesen, den wir am Ende gesehen haben, oder? Kann das sein? Weil ich mit BMX kenne mich leider so gar nicht aus. Ich meine, selbst im Skaten kenne ich mich nicht aus, nur ich habe nur mein Tony Hawk-Wissen. Ne, danke, dass du mir den Tipp gibst. So, ich würde sagen, dann fahren wir nochmal die ganzen Spots ein. Wir gucken gerade nochmal nach, ob wir nicht vielleicht doch noch jetzt ein paar Aufgaben freigeschaltet haben. Ne, 95 von 95. Mission ansehen. Nope. Nope. Nope.